In Business TV präsentiert ATV Unternehmen aus Augsburg und Schwaben. Am Puls ist eine Kooperation von ATV und dem Universitätsklinikum Augsburg. Business TV. Es herrscht Pflegenotstand. Kaum eine Klinik in Deutschland ist nicht davon betroffen. Hilfe soll unter anderem aus dem Ausland kommen. Auch hier am Universitätsklinikum Augsburg hat man Wege gefunden, um Pfleger und Pflegerinnen aus anderen Ländern aus- und weiterzubilden und ihnen den Einstieg hier zu ermöglichen. Und genau darum geht es diesmal bei Ampuls. Und gleich zu Beginn lernen wir vier junge Damen kennen, die gerade als Pflegekräfte in Anerkennung tätig sind. Das ist Aldina Halilovic. Sie kommt aus Bosnien und ist seit knapp einem Jahr hier am Universitätsklinikum Augsburg. Lais Galvan Leitsch kommt aus Brasilien und ist seit Mai hier. Seit April arbeitet Sonja Saric-Ivancic aus Kroatien hier in Anerkennung und Mary Rose Ludovice von den Philippinen seit über einem Jahr. Sie alle sind in ihren Heimatländern ausgebildete Pflegekräfte. Normale medizinische Schule, das dauert 4 Jahre. Ganz normal. Und dann später 6 Monate Praktikum. Es ist ein Studium, also ein 5-jähriges Studium. Und dann habe ich noch Weiterbildung gemacht. Also ich bin in der Pflege seit 13 Jahren ungefähr schon. Also es dauert 4 Jahre ganz normale medizinische Schule und danach haben wir 1 Jahr Pflichtpraktikum und danach sind wir fertig, also ausgebildet. Ich habe 4 Jahre Ausbildung gemacht, Bachelor von Krankenpflege in Universität Notre Dame of Messiah College. Ja, ich habe auch 3 Jahre als Krankenschwester gearbeitet. Die jeweiligen Ausbildungswege und Berufserfahrungen der Pflegekräfte in Anerkennung sind also sehr unterschiedlich. Identisch dagegen sind die Herausforderungen, mit denen die Anwärterinnen hier zunächst konfrontiert werden. Also ganz typisch ist erstmal die Sprache und am Anfang auch so der kulturelle Schock, viele auch mit Heimweh. Und was auch noch ein großes Thema ist, ist das Berufsbild Pflege in Deutschland. Dies unterscheidet sich sehr zu den Herkunftsländern. Hier spielt das Thema Körperpflege der Patienten eine große Rolle. Die gehört bei den Pflegekräften im Ausland nämlich eher selten zum Job. Und da übernehmen die Angehörigen hauptsächlich die grundpflegerischen Tätigkeiten, während bei uns das ja die Pflegekräfte am Bett machen. Und das müssen die wirklich erst sich dran gewöhnen und sich einfinden, dass bei uns die Grundpflege und auch die Prophylaxen einen großen Stellenwert haben. Doch der Großteil der Anwärterinnen und Anwärter meistert diese Herausforderungen schnell und findet dann auch Gefallen an den neuen Möglichkeiten. In meiner Schule war alles altmodisch. Wir haben so technologiemäßig nicht gehabt, so die Puppen zum Ausüben. Da gab es bei uns zum Beispiel gar nicht. Deswegen bin ich hier überrascht. Wirklich seit April mega, finde ich. Für mich ein Universum, wirklich anders, komplett anders. Je nach Berufserfahrung sind die Pflegekräfte in Anerkennung schnell ein wichtiger Bestandteil des Klinikteams und können sich gut einbringen. Also passiert auch im Alltag, also bei manchen Situationen, wo ich schon Erfahrung hatte mit vielleicht anderen Bereichen, aber ich kann das auch hier beibringen und dann sage so, ja schau, wir können das so was machen, das funktioniert auch, also das klappt auch. Also wir bringen auch viel mit vom Zuhause, ja. Auch die Möglichkeiten nach der Anerkennung sind für viele Anwärter und Anwärterinnen aus dem Ausland interessant. Stichwort Weiterbildung und Studium. Und ich werde vielleicht Wundmanagement später machen. Ja, das finde ich sehr interessant. Es gibt verschiedene Möglichkeiten hier, Weiterbildungen und alles. Das gefällt mir am besten. Etwas, was alle Pflegekräfte eint, egal ob aus dem Ausland oder aus Deutschland, ist das Bedürfnis, anderen Menschen zu helfen. Ich liebe gerne, andere Menschen zu kümmern, besonders kranke Menschen und so. Deswegen, meine Patienten haben mir gesagt, dass ich einen Sonnenschein bringe oder hell bringe und so. Weil ich liebe gerne, ja, das ist meine Berufung. Und das funktioniert in jedem Land und in jeder Sprache, auch ohne offizielle Anerkennung.
Jetzt haben wir vier junge Damen kennengelernt, die hier gerade als Pflegekraft in Anerkennung am Universitätsklinikum Augsburg tätig sind. Wir wollen uns aber noch mehr mit diesem Thema beschäftigen und dazu sprechen wir jetzt mit der Zentrumsmanagerin Helga Friedrich. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Das habe ich schon gesagt, vier junge Damen haben wir jetzt kennengelernt. Haben Sie nur mal für uns, fürs Gefühl, so eine ungefähre Zahl? Wie viel sind es denn immer so ungefähr insgesamt, die gerade im Prozess sind? Wir haben glücklicherweise stolze ca. 100 Mitarbeiter, die hier in verschiedenen Stadien das Anerkennungsverfahren durchlaufen. Verschiedene Stadien heißt, kommt gleich die nächste Frage, wie lange dauert es denn oder wie lange kann es denn dauern, wie lange soll es denn dauern? Von der Bewerbung bis der Mitarbeiter dann hier ankommt, kann es schon mal, je nachdem, ob er im Inland schon in Deutschland wohnt oder noch aus dem Ausland kommt, erstmal schon mindestens ein Jahr dauern, bis er nach Deutschland kommt, bis er hier dann eingestellt wird. Wir stellen die Mitarbeiter alle als Hilfskräfte ein und dann kann eine Qualifizierungsmaßnahme, abhängig davon, ob der Bescheid schon vorliegt oder noch zu erwarten ist, das ist abhängig von den Behörden, sicher 6 Monate, vielleicht sogar 12 bis 18 Monate dauern. Und aber um quasi diese Anerkennung tatsächlich jetzt in der Praxis quasi zu erhalten, wie lange müssen die quasi hier lernen und mitarbeiten, bis sie überhaupt quasi dann die Fähigkeiten auch alle erlangt haben, um diese deutsche Urkunde für ihren Job zu bekommen? Mindestens sind das sicherlich 6 Monate und sehr kompetenzorientiert. Auf das Thema gehen wir dann natürlich auch ganz speziell ein, weil wir müssen die Mitarbeiter dort abholen, wo sie natürlich stehen. Kann es schon bis mindestens 6, eher 12 Monate dauern, bis eine Urkunde dann zu erhalten ist. Jetzt hatten wir 4 Damen heute als Beispiele. Kommen denn auch Männer? Oh, es kommen auch sehr viele Männer, ja, ganz, ganz sicher. Und natürlich auch Männer mit Familien. Deshalb ist das Thema Wohnung und Familiennachzug, auch Kindergartenplätze, auch aus der Richtung natürlich ein großer, wichtiger Part, den wir sofern möglich unterstützen und dann natürlich die notwendigen Kontakte herstellen. Jetzt haben wir ja von den Mitarbeiterinnen in Anerkennung teilweise auch erfahren, dass es bei denen in den Heimatländern, in den Kliniken ganz anders abläuft in der Pflege, nämlich dass da die Verwandten oder die Angehörigen ganz viel von den Aufgaben übernehmen, die wir eben ganz klassischerweise einer Pflegekraft zuordnen. Welche Länder sind es denn hauptsächlich oder wie weit verbreitet ist das denn? Das ist schon sehr verbreitet und hauptsächlich natürlich auch im, ja, muss man jetzt gar nicht so weit gehen, Italien, Spanien, auch wo wir jetzt natürlich die Mitarbeiter heute auch im Interview gesehen haben, auch im Balkan. Da sind die Angehörigen vor Ort und übernehmen die Versorgung, das heißt die Grundpflege, die Verabreichung von Essen. Das ist eigentlich hauptsächlich in Deutschland noch ein System, was ja so nicht unbedingt unterstützenswert ist. Da gibt es Hilfskräfte dazu, die es auch bei uns geben muss. Das ist auch alles eine sehr, sehr wichtige, sehr wertvolle Arbeit hier, aber im Unterschied zum System, was der Mitarbeiter natürlich kennt, auch aus dem Heimatland, ist es ein Riesenproblem auch in Haltung gegenüber dem Berufsbild. Und so manchem liegt das und so manchem, der kann einfach gar nicht damit umgehen und sieht natürlich auch eine andere Aufgabenstellung von ihm, was er auch aus dem Heimatland an Beruf, an Qualifizierung mitbringt im Vordergrund. Und so jemand tut sich natürlich extrem schwer, hier dann mit eben einem anderen Aufgabenbereich, einer anderen Stellenbeschreibung zurechtzukommen. Wichtig ist einfach die Kompetenzfeststellung hier bei Ankunft. Wo passt denn dieser Mitarbeiter erstens ins Team und was bringt er denn für ein Know-how mit? Und wie sieht denn dann die Konzeption, Einarbeitung und Qualifizierungsmaßnahme aus?
Jetzt ist es ja nichts Neues, sage ich mal, dass Mitarbeiter auch aus dem Ausland hierher kommen. Das gibt es eigentlich auch schon seit eh und je. Jetzt ist aber natürlich speziell die Situation, dass man danach sucht bzw. auch darauf angewiesen ist. Und jetzt hat sich da in den letzten Jahren auch eine unterstützende Struktur, sage ich jetzt mal, hier entwickelt am Universitätsklinikum Augsburg. Ich freue mich, dass auch mit personeller Unterstützung und einem Team, was ich jetzt formieren konnte, da eine wirklich ganz effiziente Truppe hat, die von Seiten Pädagogik und von Seiten Organisation mit einem Team aufwartet, was jetzt natürlich auch sich um diese 100 circa Kollegen kümmern kann. Und es ist absolut notwendig, diesen Weg zu gehen und auch weiterhin zu beschreiten, um Personal zu akquirieren und zu qualifizieren. Und Sie haben quasi noch ein Netzwerk sich auch noch gespannt mit sogenannten Praxisanleitern, auch noch auf Station, die die neuen Kollegen oder die Kollegen im Anerkennungsprozess mit unterstützen und eben auch anleiten. Und genau die besuchen wir nämlich jetzt auch noch an dieser Stelle. Herzlichen Dank für den Einblick in Ihre Arbeit. Herzlichen Dank, Frau Friedrich. Sehr gerne. Und wir, wie gesagt, schauen uns jetzt mal an, was die Praxisanleiterinnen denn noch an Unterstützung bieten und lernen auch das Team Anerkennung noch etwas besser kennen. Praxisanleitung auf der Station. Silvia Juric kam selbst in den 90er Jahren aus Kroatien nach Deutschland und hat ihre Anerkennung als Gesundheits- und Krankenpflegerin gemacht. Gerne zeigt sie den Kolleginnen aus dem Ausland, was sie hier in der Praxis beachten müssen. Es werden verschiedene Tätigkeiten auf Stationen gezeigt, wie zum Beispiel Dauerkatheter legen, verschiedene Punktionen, dann Betreuung des Patienten. Pflegebedürftige Patienten haben wir oft, die wirklich sehr viel Betreuung, Zuneigung und Pflege brauchen. Und unsere neuen Mitarbeiter werden neu quasi integriert, wie das alles in diesem Gesundheitssystem funktioniert und das alles nach unseren Standards läuft. Als Praxisanleiterin gehört sie mit zum Team Anerkennung am Universitätsklinikum Augsburg. Der Kern dieses Teams sitzt hier. Denn bevor es für die Pflegekräfte aus dem Ausland in die Praxis geht, steht erst einmal jede Menge Organisation auf dem Plan. Also es geht wirklich eigentlich los komplett mit dem Bewerbungsverfahren, also wenn die Bewerbung bei uns einkommt und die Vorstellungsgespräche führen wir. Wir gucken, welche Mitarbeiter wir auf welche Stationen setzen können. Ist er geeignet, ist er nicht geeignet? Wie sind die Sprachkenntnisse? Das ganze Visumsverfahren, also da brauchen Sie auch sehr viel Unterstützung zusammen mit der Personalabteilung bei uns im Haus. Genau, und dann halt wirklich bis zu dem Tag, wo der Mitarbeiter hier ist. Und auch wenn er dann hier im Haus ist, kriegen Sie von unsererseits auch nochmal die komplette Unterstützung. Also von Stationsplanung bei Problemen sind wir Ansprechpartner. Eigentlich das Rundum-Paket. Auch der theoretische Unterricht wird für die Pflegekräfte aus dem Ausland hier individuell organisiert. Und auch die Prüfungen werden hier abgenommen. Es gibt zwei Wege, die Anerkennung zu erlangen. Die Anpassungsmaßnahme oder die Kenntnisprüfung. Also ich nehme beide Wege ab, den kurzen und den langen. Ist halt ein Unterschied darüber. Einmal müssen Sie eine praktische Prüfung und eine mündliche Prüfung ablegen und einmal nur eine mündliche. Der Unterschied ist einfach, viele haben Angst vor dem kurzen Weg, weil das ist eine staatliche Abschlussprüfung. Da müssen Sie eine mündliche Prüfung, also eine richtige staatliche mündliche Prüfung, da haben die meisten Angst. Man kann das aber bestehen. Man muss oft die Angst nehmen, das ist einfach so das Problem. Doch wenn diese Hürden genommen sind, können die Anwärterinnen schnell in den Klinikalltag integriert werden. Dann läuft es, ich möchte nicht sagen wie geschmiert, aber wirklich top. Wir haben sehr viele wirklich tolle Mitarbeiter, die hochmotiviert sind, die Initiative ergreifen, die an vielen verschiedenen Sachen teilnehmen und einfach vorankommen. Und sobald Sie die Anerkennung in der Tasche haben, können Sie dies dann auch ganz offiziell als Gesundheits- und Krankenpfleger tun.
Pflegekräfte aus dem Ausland, das war diesmal unser Thema bei Am Puls. Diese und auch alle anderen Folgen können Sie sich gerne jederzeit noch einmal anschauen, und zwar in unserer Mediathek unter www.augsburg.tv. Und dann freuen wir uns natürlich auch, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten, wenn wir für Sie unterwegs sind hier am Universitätsklinikum Augsburg. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.